Ich bin jetzt hier mitten im Nationalpark Wattenmeer und fahre jetzt Richtung Niebüll. Ja, ich habe die Nacht im Zelt gut überstanden, sehr schön geschlafen. War auch schon, weiß ich, 9 oder halb 10 im Bett und todmüde. Ja, vorhin noch einen schönen Tass Kaffee getrunken vorne am Kiosk am Campingplatz. Hat übrigens 12,10 Euro gekostet, kann man auch nicht meckern. Und ja, ich werde jetzt in aller Ruhe Richtung Niebüll radeln. Conny hat um 8 Uhr Nachricht geschickt, dass er jetzt gleich losfährt. Ich hoffe, es geht alles gut bei ihr. Aber wie gesagt, auf den Sonntag, denke ich mal, soll es keine Probleme geben. Ja, ihr seht ja selber, Wetter ist ja ziemlich bedeckt. Aber es ist angenehm zum Radeln, wenigstens nicht mehr diese Hitze der letzten Tage. Endlich mal ein bisschen angenehmes Radelwetter. Und ja, ich würde sagen, heute werde ich nicht ganz so viel schwitzen wie sonst. Brauche nicht ganz so viel Wasser und Getränke zu mir nehmen. Also richtig schöner Radeltag wird das. Und ich gehe das ganz entspannt an und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Regen haben sie nicht angesagt, obwohl es ein bisschen danach aussieht. Aber nee, laut Wetter-App soll es sogar heute Nachmittag ein bisschen aufreißen und die Sonne rauskommen. Können wir vielleicht auf Sylt noch ein bisschen an den Strand gehen, wenn wir denn dann da sind und alles eingeräumt haben und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, bis später mal. Jo, das habe ich jetzt gerade verlassen, das Naturschutzgebiet. Wunderschön. Viel Natur, viele Vögel und Enten und Gänse und einen Hasen habe ich auch gesehen. Nee, war richtig schön. Und keine Menschenseele. Ja, ist auch noch Sonntag früh, Sonntagmorgen, da ist noch nicht so viel los. Ja, muss ich sagen, hat mir gefallen. Ja, und jetzt geht es dann erstmal auf normalen Wegen wieder weiter. Und immer noch habe ich Rückenwind, sehr angenehm. Jo, ich melde mich nochmal von unterwegs. Ich bin jetzt gerade mal so 15 Kilometer weit gekommen. Nicht wirklich viel, aber gut, ist auch gerade erst eine Stunde rum. Wie ihr seht im Hintergrund, jede Menge Windräder hinter mir. Und Schafe, Schafe, Schafe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Schafe auf einen Haufen gesehen wie hier am Deich. Aber wunderschön, doch, macht Spaß. Ja, natürlich immer wieder die Kamera gezückt, gefilmt, gefilmt. Man ist ja schließlich nicht öfter hier, ne? Also, da muss man schon mal draufhalten dann. Ja, wie gesagt, so trete ich vor mich hin und ich hoffe, dass ich irgendwann dann
gleich mal ein WC finde, denn so langsam drückt es ein wenig. Mal sehen. Alles wird gut. Tschüss. Jo, wieder mal so ein paar Hallige da hinten im Hintergrund. Kann man ganz gut erkennen im Moment. Ist auch gerade Ebbe. Ja, mit dem Rückenwind hat sich auch erledigt. Seit kurzem habe ich dann schön seitlich von vorn. Aber gut. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ne? So ist das eben. Aber es geht noch. Alles machbar. So, jetzt bin ich in Neugalmbühl, noch circa knapp 10 Kilometer bis Niebühl. Dann habe ich es geschafft. Bei Conny sieht es auch gut aus, sie ist auf dem Wege. Ja, ich denke mal, so spätestens in einer Stunde treffen wir uns dann. Ich freue mich schon. Bis später. Sitze ich hier hinter der Tankstelle, letzte vor Sylt, wo wir uns treffen wollen. Conny müsste auch bald hier sein. Wow, recht entspanntes Fahren heute. Wenig Gegenwind. Es ging, also war richtig locker, flockig. Temperaturen stimmten auch. War also alles gut. Wie das Conny mal kommt, mir wird langsam ein wenig frisch, so im kurzen hier. Aber ich denke, sie wird gleich hier sein. Wir sind jetzt hier auf dem Autoreisezug nach Sylt. Meine Radtour ist hiermit beendet. Gut 650 Kilometer waren es. In ja, 7,5 Tagen, kannst du sagen. Und ja, alles in allem war es sehr schön. Teilweise auch sehr heiß. Mit dem Zelt hat auch gut geklappt alles und ja, im Prinzip konnte man nicht meckern, ne? War alles gut soweit. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, dass die Conny auch hier ist und mich Huckepack nimmt. Und dann machen wir uns jetzt 2 schöne Wochen auf der Insel. Oh ja. No. Und ein bisschen Fahrrad fahren werde ich trotzdem dort noch. Also ich werde es nicht nur in eine Ecke stellen, aber ich muss meinen Hintern erstmal wieder ein bisschen schonen. Der hat ganz schön gelitten in letzter Zeit. Also mir tat das Hinterteil teilweise ganz schön weh. Aber alles gut gelaufen. Alles super. Vor allem keine Pannen gehabt, ganz wichtig. Ne? Aber nee, bin froh, dass ich jetzt hier bin. Und tschüss.
Tschüss.